Die Pokémon-Spiele gelten ja eigentlich als ziemlich kinderfreundlich, denn es gibt nicht wirklich viel an den Games, was für Kinder ungeeignet wäre. Eine der Ausnahmen ist aber der Tod in Pokémon-Spielen, denn Pokémon können sterben. Der Friedhofsturm in Lavandia oder die Aufopferung von Lucario im 8. Pokémon-Anime sind nur zwei der vielen Beispiele dafür, dass Pokémon sterben. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob nun ein Pokémon stirbt oder ein Mensch. Und ich habe mich gefragt, kann man in einem Pokémon-Spiel eigentlich sterben? Konichi und Waff, Freunde des Lebens. Nachdem bei mir internetmäßig alles wieder wie gewohnt läuft, gibt es natürlich auch heute wieder ein neues Video. Und wie bereits erwähnt, geht es diesmal um ein, naja, nennen wir es mal, makaberes Thema. Denn ich wollte mal wissen, ob man im Pokémon-Spiel überhaupt sterben kann. Um das herauszufinden, müssen wir uns erstmal die Pokémon-Spiele ansehen. Und dabei wird relativ schnell klar, dass man in der Hauptreihe der Pokémon-Games nicht wirklich sterben kann. Und zu diesem Zeitpunkt war ich mir eigentlich auch schon sicher, dass es kein Pokémon-Teil gibt, in dem das funktioniert. Bis ich über Pokémon Ranger Finsternis über Almia für den guten alten DS gestolpert bin. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, in diesem Spiel kann der Spieler tatsächlich sterben. Gut, vielleicht nicht unbedingt so, wie ihr euch das jetzt vorstellt, aber es geht. Denn im Verlauf der Story kommt man einmal auf ein Schiff und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, aber das Schiff geht irgendwann unter, beziehungsweise droht unterzugehen. Zumindest wenn ihr es nicht schafft, als Teil einer Rettungsmission ein Ventil zurück an seinen eigentlichen Platz zu bringen. Und während die anderen Pokémon-Spiele kein Zeitlimit für diese Aufgabe gehabt hätten, sieht es im Pokémon Ranger anders aus. Denn wenn ihr nicht schnell genug seid, wird das Schiff untergehen. Wenn das passiert, wird der Bildschirm dunkel und die Worte "The ship slid beneath the waves" erscheinen. Das Schiff sinkt und der Spieler geht samt dem Schiff unter und ertrinkt im tiefen, dunklen Meer. Und während es da draußen Unmengen an Creepypastas gibt, die sich mit dem Tod von Pokémon-Charakteren beschäftigen, gibt es zumindest ein Spiel aus der Pokémon-Reihe, bei dem das nicht nötig ist. Denn in diesem Spiel kann der Spieler wirklich sterben. Ich für meinen Teil kannte dieses Detail noch gar nicht und deswegen frage ich mich natürlich, wie sieht es mit euch aus? Wusstet ihr, dass man im Pokémon Ranger wirklich sterben kann? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Generell würde ich von euch gerne wissen, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt oder ob ihr es euch vielleicht sogar gewünscht habt, dass man in einem Pokémon-Spiel sterben kann. Eure Meinung dazu runter in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da, würde mich wahnsinnig freuen. Danke fürs Zusehen, habt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.